Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Die Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute mit dem zweiten Teil von dem Map-Rundgang mit dem lieben Mario und seinem Team. Auch heute wieder, bleibt dran, es gibt viele Informationen. Auch heute wieder, schaut gerne bei Mario vorbei. Support ist kein Mord, wisst ihr ja. Und dann möchte ich euch nur noch viel Spaß mit dem zweiten Teil vom Map-Rundgang wünschen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier wieder auf der Galgenberg zu Aufnahme Nummer 2 mit Yogi. Hallo Yogi. Grüß euch. Das ist, wenn ihr Folge 1 nicht gesehen habt, dann solltet ihr das jetzt dringend nachholen. Das ist nämlich die ganze Lebensgeschichte, vielleicht nicht, aber ein Teil der Lebensgeschichte von Yogi erzählt worden. Mit den wirklich schönen Geschichten von dieser Karte. Und ich kann das nur empfehlen, das macht die Karte ein wenig emotionaler, menschlicher. Und es gibt so viele Kleinigkeiten und Details, die Yogi uns jetzt gar nicht alles erzählen kann. Dafür reicht es nicht aus. Der Mann hat hier, ich habe das jetzt gerade richtig ausgerechnet, grob 10 Jahre seines Lebens verbracht. Ja, passt. Hat einfach viel davon zu erzählen. Und wie gesagt, steckt viel Herzblut drin. Allein deswegen lohnt sich es, die Karte zu spielen. Und wie schon beim ersten Mal, in der Videobeschreibung natürlich einen Link auf den Kanal vom Yogi. Gerne auch da mal reingucken, ganz sympathischer Typ. Und lasst uns natürlich hier ein Däumchen da unten, einen netten Kommentar zur Karte. Wie gesagt, das ist diese ganze Vorstellungsrunde, die wir hier machen. Deswegen sind alle Senioren dabei, die jetzt auch nochmal Hallo sagen. Hallo. 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 Diese ganze Vorstellungszeit ist eben Teil bzw. Start zu unserer Let's Play-Reihe, die wir auf der Galgenberg spielen wollen. Und ja, ich würde einläuten, Yogi, zu Teil 2. Du hast gesagt, wir sollen hier auf den Spielplatz kommen. Ja. Die Senioren, genau das Richtige. Ich wollte eigentlich nur, dass ihr nochmal so ein bisschen eure Kindheit hier austoben könnt. Der erste ist ja direkt schon runtergerutscht, das passt. Im Endeffekt ist es ganz einfach. Ich glaube, ihr habt es im ersten Video bemerkt. Es ist, wie du schon sagtest, viel Leidenschaft, viel Herzblut drin. Und da geht es halt weiter. Ich bin hier auf diesem Spielplatz ganz, ganz viel gewesen in meiner Jugend. Seien wir ehrlich, im Ort, na, in so einem 500-Seelen-Ort, da hast du nichts zu tun. Also, wo treibt man sich rum? Natürlich auf dem Spielplatz. Und wir gehen hier hinten durch Richtung Skigebiet. Das ist tatsächlich so. Was? Ja, dass es hier ein Skigebiet gab in meiner Jugend, da war ich auch ganz, ganz viel. Allerdings habe ich das Ganze jetzt so angelehnt und hier auch mal wieder eine kleine Story, dass man es vielleicht versteht. Hier ist mal ein kleiner Unfall passiert, nichts Tragisches. Da ist so ein Schlepplift gewesen und da hat sich so ein Kind leider mit dem Schal verhangen und den hat es hochgezogen. Und ab da war der nichts Lift Schlimmes, sagt er. Geschlossen. Also, ist nichts passiert. Aber okay, er wurde halt geschlossen wegen Sicherheit. Und auf das hin habe ich den trotzdem hier so ein bisschen implementiert. Aber trotzdem, dass man sieht, okay, der wurde wohl schon lange nicht mehr benutzt. Ach, witzig. Das heißt, das hier sind einfach nur Überreste. Ganz genau. Und schon zugewachsen. Ja, okay, das ist natürlich eine coole Nummer, wenn man diese Story dahinter kennt. Einfach so ein bisschen Storytelling, weil der ein oder andere... Also so bin ich zum Beispiel. Ich mag das sehr gerne, diese Wiesenfelder hier im oberen Bereich. Der würde sich na klar die Frage stellen, was ist denn hier los? Ja, genau. Warum gibt es da die Dinger? Ja. Jetzt läuft der Mann schon wieder durch die Sonnenblumen. Oh, Mann, ich lerne einfach nur Ärger mit den Landwirten hier. Ich lerne einfach nicht dazu. So, dann würde ich gerne die Abkürzung nehmen hier rüber. Und das ist... wieder durch ein Feld ist. Ich versuche es. Ich laufe außen rum. Da kommt jetzt ein Punkt, der ist mir erst so gegen Ende eingefallen, was wir machen können, weil dieses Ereignis hat sich jetzt ja zum mehrten Mal wiederholt. Leider sind wir nicht so schnell unterwegs. Ich würde gern schneller rennen. Da ist nämlich da vorne jetzt ein Denkmal, das ungefähr in dieser Ecke, wo ich das platziert habe, passiert ist. Da dürfte gerne der, wo schon mal schneller ist, vielleicht vorrennen. Ich habe leider meine Turnschuhe zu Hause vergessen. Das steht da vorne, so ein ganz kleiner Stein. Und da ist hier, ich glaube, im zweiten, nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie 1990. Sven? Der liest doch bestimmt schon.
Da ist 1963 ist hier ein Pilot, ein französischer Pilot, abgestürzt. Und da kam halt so ein Zeitungsbericht von uns. Wir wussten das ja alle. Und da dachte ich, ach, das ist wieder so ein kleines Detail, wo man auf die Karte packen kann. Ja, cool. Das ist auch eine schöne Idee. Absolut. Ist na klar nichts Weltbewegendes, ne? Kein Gamechanger, nichts. Dennoch, das, was halt die Karte so ein bisschen ausmacht, finde ich. Ja, warte mal ab. Natürlich ist es ein Gamechanger. Wenn sich die Senioren hier wieder schön am Denkmal tummeln und eine Zigarre rauchen, wenn sie sich auf der Bank sitzen, dann wird auf der Karte halt nichts gearbeitet. Dann haben wir schon einen Gamechanger. So, dann können wir weiter nach... Wieder läuft. Dann weiter nach oben ist die Apfelplantage. An der Stelle sei nochmal wiederholt. Die wurde nun gefixt. Könnt ihr euch austoben. Und es ist tatsächlich so, dass diese Apfelplantage meinen Großeltern gehört hat. Ach nee. Ja. Hier habe ich tatsächlich selber geholfen, Zwetschge, sagt man bei uns, Äpfel zu pflücken und dann zu verkaufen und natürlich selber essen. Ja, pflücken tust du nicht hier, die tust du auflesen. Zwetschgen sind bei uns was anderes. Pflaumen. Pflaumen, ja. Ja, genau, Pflaumen, ja. So, dann geht's halt wieder nach unten durch. Profitieren die Apfelbäume von den Bienen? Wenn du da einen Bienenkorb platzierst? Ich glaube nicht. Nee, ich nicht. Also vom Spielmechanik her nicht. Ja. Okay. So, dann sind wir bei der Biogasanlage angekommen. In Original gibt es hier keine Biogasanlage. In weitem Umfeld keine. Aber auch hier wieder gesagt, ihr braucht ja irgendwelche Spielelemente. Ja, klar. Na, wo ich implementieren muss. Falls ihr fragt, was das hier ist. Da bin ich mal gespannt. Das Sepp weiß es wahrscheinlich. Normalerweise auf dem Spitz ganz oben hängt normalerweise eine Hexe. Und bei uns ist es so, nach der Fasnet, ihr sagt Karneval, Fasching, ne, wird so ein Haufen angezündet. Viele legen noch Autoreifen und was weiß ich rein. Wir natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Das nennt sich Fackelhaufe bei uns. Fackelhaufe. Ja, und das fungiert als Verkaufsstation. Hier könnt ihr euer Stroh verkaufen. Okay, das ist witzig. Und das war tatsächlich, das habe ich ja im ersten Video erwähnt, eine Idee aus der Community. Und die fand ich so cool, dass ich die gleich mit reingepackt habe. Die finde ich auch mega. Also die Idee ist cool. Also Fackelhaufe. Mhm, ganz genau. So, bitte. Also wenn wir Stroh verkaufen, ab zum Fackelhaufe. Sag mal, aber hier liegt ja doch ein Reifen dran. Freunde. Ups. Upsi. Hoppala heißt das so. Hoppala. Hoppala. Gut, dann wäre ich jetzt bereit für die Hofrundgänge. Ja, der ist ja auch... Wird Zeit, so, ne? So, bitte, jetzt fangen wir mal an. Also, BGA ist aber auch ein eigener Hof, ne? Beziehungsweise als Art Hof zu spielen, ne? Genau. Fungiert auch als Verkaufsstation, also ihr müsst diese nicht... kaufen, damit ihr eure Ballen verkaufen könnt. Aber wenn ihr die wirklich produzieren wollt, dann müsst ihr sie natürlich kaufen. Ja, okay. So, Mario, wenn es dir recht ist, Hof 1, weil der ist am intensivsten. Klar, immer ran da. Dann können wir hier den Weg vor Richtung Friedhof. Vorbei an der Turnhalle. Ich bin auf die blöde Idee gekommen, das Tappen rauszunehmen, wenn ich den verwisch. War auch eine Umstellung für mich. Sebastian, F12. Solange du jetzt nicht sagst, alt F4 ist alles gut. So, da sind wir doch schon. Ja, der LS ist doch für uns ein bisschen dieses Tempo rausnehmen, oder? Macht doch keinen so einen Stress. Ja, ehrlich, stress doch mal bitte nicht so rum. Nimm mal deine Base, Alter. So, jetzt muss ich bloß kurz testen. Kann ich Türe aufmachen? Nee. Mario, dann würde ich euch lotsen einfach ein bisschen. Das Ganze fängt hier vorne an. Ich glaube, wir können auch nicht die Tür aufmachen, oder? Dann müssen wir das Gelände kaufen, oder? Ja, ich glaube. Ja. Aber ich glaube, es hat schon einer getan. Ja. Gut. Wunderbar. Jetzt mache ich alle die Tür auf. Läuft. Also, wir sind hier am Hof 1 angekommen und das ist, wie gesagt, dieser absolute Original-Nachbau.
Gibt's, der Hof ist genau so. Der also, ist ganz genau so. Wenn du den in Erinnerung hast, ist der so. Wollen wir mal ganz kurz hier durchspringen? Folgt mir mal unauffällig, weil dann wisst ihr gleich, dass es nicht in meiner Erinnerung ist. Sondern wenn wir hier rüber gehen zur Werkstatt. Dann werdet ihr hier auf der linken und auf der rechten Seite die Originalbilder von dem Hof sehen. Wo ich erst vor kurzem wieder war und hier mit dem Bauer gesprochen habe. Ja, witzig. Also hier war ich auch als kleiner Bub unterwegs. Hier sieht man auch wunderbar, dieses Güllelager ist tatsächlich über dem Boden. Ist also gewollt, weil da war auch ein Kritikpunkt. Ich soll das ordentlich verbauen. Ist einfach so, wie es ist. Hm? Mit einem Realismus. Gut, dann gehen wir mal ganz vorne nochmal hin, Richtung Sven. Da beginnt nämlich eigentlich die ganze Arbeit. Und zwar ist das jetzt der Unterschied zur ersten Version. Wir haben ja hier eine Heutrocknung verbaut, beziehungsweise Grastrocknung, und Heu kommt dann raus. Hier ist es nun Pflicht, dass ihr die Heizung auch betreibt. Heißt also, ohne die Heizung wird euer Gras auch nicht trocknen. Heißt, ihr habt hier die Trigger, möchte ich nochmal wiederholen an der Stelle. Schaltet am Anfang am besten die Informationen ein, diese Trigger. Dann seht also ihr, wo was passiert. Interaktionsmarkierung, ich glaube, ich zeige es nochmal einmal. Also, wenn ihr da rein springt, könnt ihr in den Einstellungen, in euren Einstellungen, da waren sie, die Interaktionsmarkierungen anmachen. Ich mache das jetzt auch mal. Man macht die gerne aus, weil das natürlich ein bisschen schöner und realistischer aussieht, aber bitte, bitte zum Start der Karte anschalten, damit ihr die ganzen Markierungen findet. Ich weiß gar nicht, kann man das wieder abdecken hier? Probier einfach. Ja, warte, ich guck mal gerade eben. F1 hilft auch immer an der Stelle. Ja, ich glaube, ich habe F1 an. Ja, du warst zu schnell, einmal reicht. So, das dauert ein bisschen, ja, alles klar. Genau. Also, wir haben hier vorne die Zuführung für das Frischgras. Mhm. Und dann geht es eigentlich schon hier rein. An der Stelle hier habt ihr dann die Hofheizung. Dort müsst ihr, egal ob Hackschnitzel, ne, hatte ich erwähnt, oben beim Sägewerk könnt ihr Hackschnitzel kaufen, wenn ihr keins bearbeiten wollt oder verarbeiten. Mhm. Ihr könnt, wie heißt denn das? Das wisst ihr wieder besser. Pappeln, Rundballen oder so, könnt ihr auch reinschmeißen. Ist kein Problem. Und das sieht man auch in der Produktionsübersicht übrigens. Ich muss gerade selber reinschauen. Da gibt es irgendwo diese Heutrocknung. So, die könnt ihr einmal befeuern mit Gras kommt rein, Hackschnitzel kommt dazu und raus kommt Heu. Des Weiteren könnt ihr das Ganze aber auch mit Stroh betreiben. Habe ich mir sagen lassen, dass es wohl in Original auch so wird. Okay. Okay, ohne das funktioniert es nicht. Wir haben hier oben auch... Stroh ist das anstelle von... von Hackschnitzel dann, oder? Ganz genau. Deswegen gibt es auch diese zwei Reiter. Da muss ich an der Stelle auch immer sagen, ich bin auch durcheinander gekommen mit dieser rechten Übersicht. Ihr müsst euch auf die Mitte konzentrieren. Da seht ihr die zwei Unterschiede, die zwei Varianten, was ihr betreiben könnt. Mit Stroh und mit Hackschnitzel. Jetzt habe ich es. Genau. Okay. Das Ganze ist natürlich... Okay, dann kann man das entsprechend damit laufen, dass man mit uns gerade hat. Ja, gut, genau. Ich kann aber entweder Grasheu oder Luzerneheu oder Kleeheu machen. Oder kann ich alles gleichzeitig reinkippen und dann gib ihm? Du kannst alles gleichzeitig reinkippen, weil es ist ja immer eine extra Sparte, wo du starten kannst. Ah, okay, gut. Aber also ich muss jetzt nicht sagen, okay, ich kippe jetzt bloß 2000 Liter Luzerne rein und dann mache ich Luzerneheu und dann, wenn das durch ist, mache ich 2000 Liter Gras und dann normales Heu. Nein, du kannst ja separat aktivieren. Deswegen, ja. Okay, alles gut. Gut. Du könntest aber ja mittlerweile auch mit Revamp dein Rezept verodern, dass du sagst Heu und oder Hackschnitzel. Ja. Ja, das stimmt, das würde auch gehen. Ganz genau. Aber das geht nur mit Revamp. Dann hast du es wieder für die Konsole nicht, ne? Richtig. Revamp gibt es für Konsole nicht.
Ja. Gut. Hier an der Außenseite, wo der Nico schon gespickelt hat. Es ist ein bisschen schwierig, hier hochzukommen. Es ist jetzt auch nicht hier so, dass man hier immer wieder ist. Ich will es nur betont haben. Hier kommen tatsächlich auch die richtigen Plane nach oben. Die sind hier auch animiert, falls man hier mal zugucken will. Cool. So, dann haben wir hier drin ein Mineralfutterlager. Und es ist tatsächlich auch ein Original. Also vielleicht schicke ich euch einfach mal, Mario, die Originalbilder, dass ihr so ein bisschen Feeling kriegt. Tatsächlich auch hier drin im Innenbereich ein Lager. Cool. Also das ist schon, also ja, sieht hier auch wirklich aus wie in so einem, so stelle ich mir das durchaus vor. Das passt. Also bin ich sofort dabei. Mhm. Auch die Art und Weise, wie die Sachen hier aufgebaut sind. Sehr cool. So, dann würde ich euch... Das Lager mit dem Drehschimmel rückwärts befüllen, Mario, da sehe ich dich. Ja, da sehe ich mich aber auch. Ich habe da Spaß an sowas. Ja, ihr werdet mich verfluchen, aber okay. Hier an der Außenseite. Ja, aber bitte nicht persönlich nehmen, ne? Nein, nein, nein. Scheiß Mutter. Ihr reiht euch da nur ein in viele, viele andere. Bitte, 200 Puls habe ich. So, hier am Außenbereich habt ihr ein Strohlager. Ihr könnt natürlich auch Heu reinnehmen, könnt ihr aber auch drinnen liegen lassen in der Trocknung. Mhm. Aber ihr habt hier zum Beispiel einfach nochmal ein Strohlager. Dort, wo ihr gerade steht, rein. Hier drüben raus. Könnt aber auch kaufen, wenn ihr wollt. Hier über den Trigger dann. Das werdet ihr dann sehen, wenn ihr mit dem Anhänger hinfahrt, drückt. Könnt ihr es kaufen, wenn schon was drin ist. Logischerweise entleeren. Okay, cool. Also das... Das geht über den gleichen Trigger. Mhm. Pro einlagern und kaufen, okay. Cool. Also einlagern ist hier an der Seite. Ja, das habe ich gesehen, ja. Und, auslagern und kaufen über den gleichen Trigger. Genau. So. Cool. Jetzt kommt. Gerade für den Start ist ja nicht verkehrt. Dann kann man tatsächlich zum Anfang kann man auch Gras und Heu kaufen. Dann könnte man zum Start ja schon mal Tiere halten. Das ist ja eher selten. Richtig, richtig. Jetzt müssen wir ein bisschen den Kopf zusammenziehen. Jetzt wird es kompliziert, weil das ist auch immer für mich ein bisschen schwierig. Ja. Wir haben hier Mistplatten verbaut zum selber ausmisten. Jetzt müsst ihr bloß aufpassen. Es ist immer schwierig für Leute, die, na klar, mit der Technik nichts zu tun haben, die nicht wissen, wie das funktioniert. Ich versuche es trotzdem zu erklären für diejenigen, weil sonst kommt es zu unnötig Fragen. Mhm. Wir haben im Innenbereich... Und das habt ihr wunderbar mit diesem Animal Extension. Mhm. Habt ihr hier die Möglichkeit, an der linken Seite irgendwelche Kälber zu kaufen oder zu verpflegen, wie auch immer. Und zwar passen da 10 Stück rein. Ja. Hier drüben ist sozusagen die große Zucht mit Auslauf, wo dann rüber transportiert wird. Egal, da müsst ihr halt selber ein bisschen kreativ werden. Mit Animal Grazing, selbstverständlich. Mhm. Für PC-Spieler an der Stelle. So. Haben wir das mit drauf oder ist das pauschal mit drin? Nee, das habe ich nicht mit drauf genommen. Können wir aber noch mit rein. Genau. Animal Grazing heißt ja, dass die Kühe dann hier auch das Gras auf der Weide fressen und es dann im Futtertrigger auftaucht. Ganz genau. Ja. So, jetzt wird es nämlich kompliziert. Jetzt kommen wir zu dem Thema Mist. Heißt, wir haben hier auf jeden Fall 2 Mistplatten verbaut, weil es sind sozusagen ja 2 unterschiedliche Tierställe. Ja, 2 Stallbereiche, ja, genau. In Ordnung. Ja. Ihr habt es zum selber ausmisten. Die kleinen Kälber wird irgendwo hier in diesem Gang spawnen. Ja, hier wo ihr jetzt läuft. Kommt ihr na klar gut hier rein durch diese Türen. Ich empfehle ein paar kleinere Fahrgeräte. Ja, das ist so ein kleiner Schäfer oder sowas. Genau. Mit dem man da reinfahren kann, ja. Und das andere spawnt dann hier drüben. So, und jetzt kommt dieses, was ich meine, was schwierig ist. Wenn ihr das Ganze hier aufladet, dann ist es sozusagen, müsst ihr euch vorstellen, aus diesem Trigger raus und kann nicht mehr über dieses automatische R-Taste drücken in den Anhänger geladen werden. Okay, ich sag mal, wir simulieren das kurz durch. Wir laden das hier auf und wird hier draußen zwischengelagert auf der Mistplatte. Ja. Hier könnt ihr das dann aber nicht mehr automatisch aufladen. Sobald es mal hier liegt. Ja, klar, weil das ist ja kein Fill-Type. Dann ganz genau. Liegt, sondern das ist ja dann wirklich, also es ist ein High-Type, weil das dann der Mist wirklich am Boden rumliegt und dann gibt es eben kein automatisches Überladen. Richtig. Ja, das ist klar. Gut. Weil es könnte auch hier, na, über hier, wenn ihr das Zeug im
Kuhstall drin liegen lasst, könnt ihr hier mit der HCR aufladen. Da kommen dann viele. Können wir hier an dem Trigger können wir dann aufladen, okay? Genau, hier für den großen und hier für die Kälber. Okay, also können wir realistisch spielen, das mit der Hand rausfahren hier auf die Platte oder eben raussaugen aus dem Kuhstall direkt. Richtig. So, Mario. Das hier, den hier finde ich den wichtigsten Trigger. Genau, da wo der Sepp ist, da darf der Mario auch mal wieder versuchen drauf zu drücken. Empfehle ich meistens, wenn schon ein bisschen was liegt. Das dauert kurz, ja. Ach, der Qualm aktivieren, okay. Genau. Ist halt auch wieder so ein kleines Gimmick, ne, wenn hier mal der Mist liegt. Ja, das sieht dann gut aus, ja, das stimmt. Ich hatte die Qual der Wahl, dass wir das schon sofort von Anfang an rauchen lassen. So könnt ihr es selber einschalten. Nice to have. Ja, das ist cool. Also ich fand das oben bei dem Tierhandel schon cool. Ah, das ist wirklich schick. Ja, auf jeden Fall mein Lieblingsträger. So, dann haben wir natürlich hier einmal, da wo jetzt dieser Mistladewagen steht, Gülle von den Jungtieren. Und Gülle hier drüben von den Großen. Ich muss es halt immer irgendwie separieren. Und an der Stelle möchte ich es einfach betonen, ich muss es natürlich so machen, wie ich es kann. Ich will ja dann klar nicht immer bei jedem betteln, du, wie geht es, sondern ich will mich auch ein bisschen selber verwirklichen. Mhm. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn zum Beispiel hier Standard gespielt wird, dann bekommen natürlich auch die Jungtiere Milch, weil es Giants so vorgibt. Ja. Ja, es gibt bestimmt irgendeine Möglichkeit, um das abzuschalten und so weiter. Aber es soll ja auch ein bisschen meine Arbeit widerspiegeln und ist halt auch nicht immer ganz so perfekt. Ja, ich, ganz ehrlich, ich melke auch die Kälbchen, wenn nötig ist. Also. Der Gaul wird gritte, bis er tot umfällt. Also heißt, da wo das Sepp jetzt gerade steht, ist der Melkstand für die Kälber. Und wenn wir mal ganz durch die Halle durchlaufen, noch auf die Schnelle, da ist er dann für die Großen. Nur dass ihr das auch noch wisst, wäre dann hier drüben. Ah ja, okay. Was ich auch schön finde, dass du Geräte aus meinem Nachbardorf verbaut hast. Lilly? Nee, Vogelsang. Ah ja. So. Keine 10 Kilometer von hier. Dann, ich glaube, ich habe hier soweit alles. Bestimmt vergesse ich irgendwas. Es ist einfach, was das Team hier abgeliefert hat. Das ist nicht schlimm. Lass uns auch ruhig was irgendwas noch entdecken. Wir wollen ja auch noch spielen und fluchen und. Wird kommen. Gut, dann würde ich dich bitten, Mario, einmal hier die Tür zu öffnen. Dann werdet ihr hier an der rechten Seite wieder einen Trigger finden. Den darfst du aktivieren. Und dann auf den Boden gucken. Ah. Und das Schöne ist halt wieder diese Details. Ne? Die Steine legt er separat auf und so weiter. Ja, Hofsilo, cool. Ganz klar. Ja, das ist cool gemacht. So, dann gehen wir. Das hat was Schönes. Sehr cool. Zum Entladen ist hier drin. Im Innenbereich. So, und dann kommt jetzt. Sag mal, wer hat denn hier schon auf dem Hof gespielt? Hier ist ja schon alles dreckig. Ich glaube, das ist Standard-Fuhrpark, oder? Naja. Ja. Jetzt kommt so ein kleines Highlight für mich persönlich. Ich habe ja noch nie eine Mod an sich gemacht. Und das hier, was ihr hier seht, ist meine erste improvisierte Mod. Ist eigentlich ganz einfach. Cool, der Futtermixer. Genau, ich kriege das einfach nicht hin mit dieser richtigen Futtermischung. In diesen komischen Wägen. Ich schaffe es einfach nicht. So, und dann bin ich faul und da habe ich mir jetzt einfach so typisch schwäbisch ein DIY-Futtermischer gebaut. So. Mario, darfst du ihn hier mal anschalten an der Seite? Oder Marc, ist mir egal. Ja, mach mal an. Und dann seht ihr, dann nimmt er hier oben die Plane weg, das Holzstück. Und dann habt ihr hier den Futtermischer. Ah, dann kann man da oben reinwerfen, ja. Genau. Okay. Ah, okay, das ist dann tatsächlich eine technische Produktion. Ich fand den. Den kann man uns dann nachher rauslaufen lassen. Genau. Ich fand den Futtermischer vom Andi auf der Hofbaugmann so schön, den kleinen orangenen.
Aber leider gibt es den ja nicht für die Öffentlichkeit und ja. Alle anderen waren so riesig. Und dann dachte ich mir, komm, ich versuch's einfach mal. Und das widerspiegelt halt wieder so ein bisschen mich. Ich nehme alles, was Giants eigentlich schon irgendwo drin hat und bastel mir einfach irgendwie was zusammen. Kann man schön finden oder nicht? Ja. No? Frag mich halt, wer die Schubkarre dahinter reingedeutet hat. Ja, ich weiß auch nicht. Guter Abstellplatz. So. Dann cool. Die Werkstatt. Ja, die habt ihr ja schon gesehen mit den Bildern. Ja, ist auch immer noch schick. Sehr cool. Dann kommen wir hier zu dem Thema. Ja. Und schwer verkennbar, Hof-Bergmann-Style. Ja, das gebe ich auch offen zu. Ich mag es einfach. Ist ja. So ein bisschen Vorbild. Butter-Käse-Produktion. Ach, witzig. Na und Rico zum Beispiel, Zetor, der eine oder andere kennt den auch, der hat hier unfassbar viel animiert und geholfen und getan. Ja. Wenn man hier mal die Türe zuschließt, dann kann man hier mal gucken, was da passiert. Es sind halt, wie gesagt, viele, viele helfende Hände, wo hier mitgemacht haben, um das Ganze einfach so zu machen, wie es ist. Ah ja, ich sehe es gerade hier mit dem Rohr da dran, ja. Okay, das, ja, gebe ich dir recht, ist ein Highlight. So. Ja, liebe Zuschauer, da können wir Käse machen. Und nachdem das, na klar, noch immer nicht der Abschluss ist von dem Hof, haben wir hier nochmal so ein Mikromanagement. Na klar. Wir haben hier so ein kleines Bio-Lädle. Fungiert einerseits als Verkaufsstation, wenn ihr hier den Trigger anschaltet. Na, da kommt dann hier der Trigger hoch, könnt ihr verkaufen. Mhm. Fungiert aber auch gleichzeitig als wirkliches Gartenhäuschen mit Saatgut, Mineraldung und was weiß ich, was da alles reinkommen muss, damit hier auch drin was wächst. Krass, aber da muss man wirklich gucken, wie man das auch hier reinkriegt, ne? Erdbeeren, Tomaten, Salat. Wird alles... Sieht schick aus mit dem ganzen Zeug, was hier so rumsteht. Ist tatsächlich eine Mod. Das ist sowas, mache ich sowas von sehr, sehr gerne. Im Blanco ist es eine Mod, die ist einfach integriert über den GE und ich habe nur so ein bisschen Deko außenrum platziert, dass es halt noch ein bisschen mehr wirkt. Ja, cool. Wie kriegt man denn das Gartensubstrat, was dafür benötigt wird? Im Shop. Also. Alles im Shop, ja. Gut. Ich glaube, wir haben Hof 1 soweit durch, bis auf jetzt hier noch die Hühner. Aber ist ja nichts großartig Spektakuläres. Naja, es ist schon spektakulär. Frage, Yogi. Mhm. Und zwar nördlich ist ja dieser Schuppen und auch im Süden ist ja dieser andere Schuppen, wo der Mähdrescher steht. Wenn du das Singleplayer, das Standard-Modset startest, das neue Spiel startest, gehörte ja die Landfläche nicht. Ist das gewollt so? Das ist dieses Thema, wo ich euch im Off erklärt habe. Wenn die Mapper, beziehungsweise die Modder in dem Fall, dieses Board with Farmlands nicht eintragen, tue ich mir schwer, das Ganze ordentlich zu implementieren. Bedeutet, In dem Fall ist es sowas von egal, wem das Land oder nicht gehört. Es geht immer zu betreten. Da kommt halt so ein bisschen die Eigenverantwortung, das eigene Kreative ins Spiel, wie man das handelt. Okay. Gut. Okay. Ja, ich würde sagen, pass mal auf, an der Stelle, wir sind eigentlich schon wieder gut durch. Wir haben Hof 1 jetzt gesehen. Liebe Zuschauer, das hilft nichts. Wir müssen an dieser Stelle einen kleinen Cliffhanger machen, bevor wir die nächsten Höfe sehen können. Das machen wir nämlich in der nächsten Folge. Und da würde ich mal sagen, also ihr wisst, euer Part ist jetzt Däumchen nach oben. Ich finde, also wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Wenn nicht jetzt, wann dann? Dann natürlich einen lieben Gruß an den Yogi auch da lassen und natürlich gerne mal bei ihm im Kanal reingucken. Und dann sagen wir jetzt alle zusammen Tschüss für heute. Tschüss. 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 Tschüss.